Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch die neue Scrawler-Box zeigen. Und ich würde sagen, wir reden jetzt gar nicht groß drum herum, sondern wir machen sie direkt auf. Zack. Oh, das sieht aber schön aus. Oh, es sieht nach Wasserfarben aus, also nach Aquarell. Das ist das Bild von diesem Monat, Alice Coles. Diesmal spreche ich den Namen hoffentlich richtig aus. Ich habe sehr oft gehört bei meinem letzten Video, der Name wird nicht Phoebe nicht Phob, wie ich das gesagt habe, ausgesprochen, sondern Phoebe. Und das haben mir so viele gesagt. Aber diese Frau hier heißt Alice Coles. Sehr farbenfroh. Okay, ich würde sagen, als erstes öffnen wir das hier. Okay, das sieht schon schön aus. Oh nein, geil. Ein neuer G-Stift. Das ist der Sticker von dieser Scrawler-Box. Auch natürlich passend zum Thema Aquarell. Also, wir haben einen Karandasch. Das ist ein Aquarellstift. Sieht man an dem Pinsel hier. Dann haben wir den Jelly Roll. Den habe ich mal gesucht hier in einem Bastelbedarf, aber ich habe keinen Jelly Roll gefunden. Und dann haben wir einen Aquarellpinsel, Sea White, Nummer 6. Jetzt kommt bestimmt die Farbe. Oh nein. Oh nein! Ich befürchte Schlimmes. Ich glaube, das ist wieder so kreideartig. Aber sehr cool, dass das in so einer Box ist, dass das nicht so brechen kann, wie wir das bei der Kreide hatten. Oh ja. Aber das scheint irgendwie Aquarellkreide zu sein. Also das kenne ich auch noch nicht, aber mit Wasser scheint das wie Aquarell zu sein. Aber cool. 6 verschiedene Farben. Ink Tense Blocks. Ah, okay, wenn es einmal getrocknet ist, ist es permanent. Dann haben wir hier Papier. Mann! Was ist denn das für ein Panzerpapier hier? Folie. Mein Gott. Wow, das ist ganz schön viel. Es ist auf jeden Fall Watercolor Paper. Okay, ich hole mir jetzt Wasser und dann fangen wir an. Hier ist mein Wasser. Dann habe ich nochmal Zeber mitgenommen. Man weiß ja nie. Fangen wir einfach mal mit dem Aquarellstift an. Karandasch Prismalo Pencil. Oh ja, das funktioniert sehr, sehr gut. Kann man sehr, sehr lang ziehen. Das ist schon echt geil. Dann haben wir diese Farben. Okay, die fühlen sich echt an wie Kreide. Boah, ich hasse es, mit sowas zu arbeiten. Weil ich finde immer, hier hat man jetzt so gar keine Spitze oder so, womit ich dann irgendwie so Details malen kann. Deswegen hasse ich das so. Okay, und wenn ich das jetzt anfeuchte, dann wird das zu einer schönen Aquarellfarbe. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann machen wir die nächste Farbe. Wenn man so einen Aquarellstift hat, dann kann man schön in die nasse Farbe nochmal reinmalen. Und wenn man möchte, kann man da natürlich auch richtig schöne Effekte nochmal mit erzielen. Und jetzt wollte ich den Jelly Roll nochmal ausprobieren. Auf Gelb ist immer so eine Sache, aber auf den dunklen, denke ich, funktioniert das ganz gut. Aber ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Idee, was ich malen soll. Also das Wort ist Spirit Animal. Eigentlich sind Tiere ja voll mein Ding. Aber so ein farbenfrohes, Also, ich habe eine Idee, was ich zeichnen möchte. Ich möchte aber ein bisschen vorskizzieren. Ich glaube, ich brauche eine Referenz. Das ist ja nicht wahr. Warum sind denn hier nur Comicbienen? Ich denke, das wird jetzt eher eine Hummel, aber es sieht doch ganz süß aus. Machen wir die Farbe rein. Ich male jetzt erstmal so ganz grob die Farbe rein. Und dann versuche ich das mit dem Pinsel später etwas schöner und weicher zu kriegen.
Hier haben wir die Flügel, die kriegen auch ein bisschen blau. Der Kopf und der Körper, die kriegen so ein bisschen was braun. Ein bisschen bräunliches. Und dann male ich nachher noch mit dem Stift so ein bisschen schwarz rein. Meine Biene hat ja eher braun als schwarz. Sieht jetzt aus, werden die so ein bisschen eingedreht. Das mache ich jetzt mal so an der Unterseite, weil da ja auch dann der Schatten wäre. Und dann kann ich das von da aus ein bisschen verteilen. Ich wollte eigentlich, dass die schön süß wirkt, aber im Moment sieht die noch aus wie ein Monster. Ich mache jetzt überall Wasser drauf. Angeblich werden die ja dann fest, so dass sie dann nicht mehr sich vermischen lassen, sondern dass man dann nur noch drüber malen kann. Aber das Gelb ist wirklich sehr schön. Das strahlt total, wenn man nicht gerade schwarz mit reinmischt, so wie ich hier gerade. So, ich denke, das werde ich auch ein bisschen noch vermischen müssen mit Schwarz, weil es so rötlich wird. Das kann man auch schön hier so mit reinarbeiten noch. Das Gelbe, damit das Gelbe nicht ganz so strahlend ist. Ist mir irgendwie noch nicht so kontrastreich genug, deswegen arbeite ich da jetzt noch mal ein bisschen mit dem Schwarz nach. Also an diesem einen Bein hier wird das irgendwie nicht so richtig. Hier oben ist das jetzt schon schön schwarz. Aber ich glaube, es ist immer besser, in Nasses reinzumalen, um richtig tief schwarz zu erhalten. Ich finde Bienen ja, Bienen und Hummeln finde ich ja mega süß. Und also, ich verstehe gar nicht, wie Leute Angst davor haben können. Ich meine, klar, dieses Gesumme. Ich kenne so manche, die so richtig hysterische Angst davor haben. Und ich meine, jeder lernt ja ziemlich früh, dass Bienen gar nicht einfach so stechen, sondern dass es eher die Wespen sind. Diese panische Angst vor diesen Tieren finde ich so unbegründet und so schlimm, weil sie ja auch so unheimlich wichtig für uns sind. Aber die sieht doch jetzt eigentlich schon ganz süß aus. Mich ein bisschen Abstand von den Augen halten, sonst verlaufen die gleich. Sieht das aus, hätte sie zwei so Zöpfchen auf dem Kopf. Mal gucken, wie wir die anderen Farben gleich noch einbinden. Vielleicht irgendwie schön im Hintergrund. So. Das ist natürlich auch gut. Ich kann auch einfach die als Farbnäpfchen verwenden. Ne? Das geht natürlich auch. Oder was ich auch machen könnte, wäre in eine Palette so ein bisschen was reinzukratzen mit einem Messer und dann von da aus das mit Wasser mischen und dann halt wie ganz normale Wasserfarbe verwenden. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten für diese Blöcke. Am Ende möchte ich da gleich noch ein bisschen mit dem Stift als ein paar Outlines machen. Ich mache jetzt ein bisschen Farbe von dem Block hier noch so rein. So als Schatten. Ich glaube aber, dass das insgesamt hier viel dunkler werden muss. Man muss eh ein bisschen freier werden, glaube ich, beim Malen. Um damit das richtig schön aussieht und richtig frei und locker. Das will ich eh lernen, mit der Zeit so ein bisschen lockerer zu malen und nicht so eingeengt. Ich habe zum Beispiel die Tage ein Video geguckt, von einem Aquarellkünstler. Und der hat den Pinsel ganz weit hinten gehalten, damit er gar nicht erst in die Versuchung kommt, so richtig steif zu malen. Vielleicht kann ich ja hier noch so ein bisschen von dem Rot verwenden, um nochmal so eine Farbnuance zu kriegen. Einfach um es ein bisschen interessanter und ein bisschen kontrastreicher zu machen, nicht so langweilig. Sieht das ein bisschen aus wie Licht. Mit dem Hintergrund würde ich jetzt einfach so ein bisschen locker mit Wasser rummatschen. Also ich glaube, wenn man ein bisschen Zeit hat, um mit diesen Dingern zu üben, kann man da echt coole Sachen draus machen. Also es ist ja im Prinzip wie Aquarell. Ich persönlich finde das Auftragen damit wie Kreide irgendwie nicht so schön. Also, aber das ist halt, weil ich das generell nicht so gerne mag. Ich finde, da hat man so wenig Kontrolle. Ich glaube, dass da Leute richtig coole Sachen mitmachen können. So wie sie hat ja auch was richtig Tolles daraus gemacht. Das sieht ja schon echt schön und farbenfroh aus. Und jetzt möchte ich auf jeden Fall am Ende, ganz, ganz wichtig, die Outlines nochmal nachziehen mit dem Aquarellstift.
diesen Fell-Effekt irgendwie hinzukriegen, mache ich jetzt keine geraden Outlines, sondern eher so Strichelchen. Aber ich glaube, das sieht doch ganz süß aus. Also ich bin jetzt noch nicht zufrieden mit dem Hintergrund. Wie kriege ich irgendwie die so richtig hin? Wenn ich versuche, eine Landschaft zu malen, dann man erkennt dann hinterher nur noch Matsche. Also Matsche könnte ich perfekt malen. Ich will aber trotzdem immer wieder mal ein bisschen üben, weil ich finde, wenn man das kann, sieht das einfach so schön aus. Und ein Bild ohne Hintergrund ist halt immer so, ja, so einfach und so leer. Also der Hintergrund gefällt mir jetzt wirklich gar nicht. Ich finde, der macht das ganze Bild kaputt. Vielleicht kriege ich ja noch mal so ein bisschen mehr mit Farbe hin. Vielleicht ein bisschen tupfen. Oh ja, ich glaube, das macht... Ich glaube, das sieht viel besser aus jetzt. So ein bisschen mehr Farbe im Hintergrund. Vor allen Dingen im Gegensatz zu diesem hellen Gelb. Mal so ein kräftiges Pink. So, und jetzt ganz am Schluss nochmal so ein bisschen ein paar Farbsplashes. So, und jetzt warte ich noch ein bisschen, bis das getrocknet ist. Ich warte doch nicht. Also dafür, dass ich am Anfang nicht wusste, was ich malen soll, bin ich jetzt echt zufrieden. So, jetzt mache ich hier schön die Dinger ab. Das Einzige, was mir noch auffällt, ist dieser Stift, der Karandaschstift. Der hat jetzt natürlich ziemlich weiche Kanten. Ich hatte jetzt keinen geeigneten Anspitzer hier. Ansonsten glaube ich, wenn man die Kanten noch ein bisschen schärfer macht, also die Outlines und so, ich glaube, dann würde das noch mal ein bisschen mehr hervorstechen. Das ist farbenfroh und ich habe alle Farben verwendet, auch wenn das Lila jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist. Aber das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, weil ich glaube, das würde das Bild einfach insgesamt total dunkel machen. Ich bin zufrieden, hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, würde ich mich selber einen Daumen freuen, nach oben. ansonsten abonniert gerne meinen Kanal, dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Tschüss!